Hallo, Eure Hoheit. Ich denke, die Leute auf dem UK-Festival stimmen zu, dass sich die realistisch großen Speed-Champions genauso fahren wie die echten Autos. Einige Sturköpfe verlangen aber noch immer eindeutige Beweise, dass sie sich wie richtiges Lego zerlegen lassen. Das können wir doch einrichten. Hier, schnapp dir den F40, fahr rüber nach Brickchester und setz besser einen Helm auf. Jetzt verstehe ich, warum einige Horizon-Fans nicht glauben, dass das Lego Valley echt ist. Totale Lego-Zerstörung sehen. Unsere skeptischen Fans verlangen danach. Eine Eckplatte 1x2x2 und einen 1x1 Vertikalclip und einen 1x2 umgekehrten Dachziegel zerschmettert. Und wow, wenn man sich die Datenblätter genau durchliest, denkt man plötzlich wie ein Meisterbauer. Tut mir leid, ich war in die Datenblätter vertieft. Ja, toll gefahren, echt super. Jetzt zweifle ich schon beinahe daran, dass es echt ist. Was habe ich gesagt, Horizon UK? Das Zeug wird in Originalgröße gebaut und fährt sich wie die Originale. Aber es lässt sich auch wie Lego zerlegen. Selbst schuld, wer nicht dabei ist.